Also die Kassette schaut jetzt nicht sonderlich abgenutzt aus. So, das hier ist die Originalkette. Und die hätte ich noch gar nicht tauschen müssen. Die ist noch weit entfernt von einer Dehnung von 0,075 mm pro Glied. Also auch wenn ich das hier fester reinstecke, wird das nicht parallel. Im Vergleich, Roloff gibt an, dass man bei Stahlritzeln erst tauschen muss, wenn 0,1 mm gedehnt ist. Also da bin ich hier noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, und trotzdem ist das größte Ritzel der Kassette völlig kaputt. Weil mit der neuen Kette schaut das so aus. Bei der neuen Kette rasselt das im ersten Gang jetzt auch schon bei kleiner Last voll durch und bei der alten Kette ist es durchgerasselt, wenn ich fest reingestiegen bin. Also die Lebensdauer der EX1 Schaltung, die extra speziell für E-Mountainbikes gemacht ist und wo die Kassette aus besonders festem Werkzeugstahl ist und sauteuer ist, die ist einfach miserabel, die Lebensdauer. Die Standzeit. Da ist es wahrscheinlich besser, man nimmt eine besonders billige Schaltung. Die wird dann vielleicht nur um eine Spur weniger lange halten, aber dafür ist dann der Tausch der Komponenten deutlich günstiger.